Servus, liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, der Schnee, der macht uns dann vielleicht doch ein bisschen Kopfzerbrechen, aber im Moment erstmal noch nicht, denn wir sind hier mitten in der Ernte und werden hier natürlich auch schauen, dass wir die schnellstmöglich durchbringen. Und um das zu erreichen, werden wir hier gleich mal am Ball bleiben, denn der Kollege kann jetzt gleich aufs nächste Feld, beziehungsweise was wir schon mal im Vorfeld machen können. Wir wollen ja Zeit sparen. Wir setzen hier schon mal gleich den Helfer rein, damit er hinten dran die Gerste einsät. So, mal gucken. Ja, da klappt auch gleich wunderbar. Dann schnappen wir uns hier, wie gesagt, den Mähdrescher, werden ihn gleich umsetzen, damit wir hier gleich auf die nächste, ja, Reifestufe hoffen können, beziehungsweise das gleich wieder hier in Fortlauf bringen. Vielleicht ist nämlich genau das bisschen Geld, was wir noch brauchen, um dann sozusagen, ja, uns den Case erfüllen zu können. Ich hoffe ja inständig, dass das ausreicht. 188.000 Euro brauchen wir. Und gut, die Einsaat kostet jetzt auch nochmal, aber wir kriegen ja hier auch ganz gutes Geld rein jetzt. Fahren gleich durch und werden das nächste Feld hier in Beschlag nehmen. So, gleich den Helfer wieder rein, dann ist alles gut. Hier oben sind wir schon wieder voll, das heißt, wir tanken mal schnell ab. Und auch hier können wir jetzt bald die Sämaschine schon wieder aktivieren. Das ist auch gar nicht mal schlecht. Da warte ich aber nochmal so eine Füllung ungefähr ab. Wir haben jetzt hier schon 8.300 Liter. In diesem Kipper sind auch schon nur 23. Das heißt, wir sind also knapp 32.000 Litern, die wir haben. Zusätzlich haben wir ja im Deutz auch schon wieder was drin. Das ist gut. Also 32.000 Liter heißt ja auch von vornherein, wir sind schon bei 35.000 bis 40.000 Euro. Das hört sich doch schon mal nach einer richtig guten Sache an. So, und lassen den hier auch gleich ein bisschen abtanken. Natürlich nur während der Fahrt, müssen ja gucken. Will den ja nicht zu lange blockieren. Das werden wir auf der Rückfahrt noch ein bisschen vertiefen, das Gespräch. Und ja, da hinten ist, wie gesagt, die Kontor irgendwo jetzt schon im Einsatz. Ach, da unten dreht sie gerade. Ja, perfekt. Das heißt, die haut nämlich gleich schon mal das nächste hinten dran rein. Ist ja optimal, so kann man das richtig beschleunigen. 15, 16 ist ja ein Ticken kleiner. Das heißt, da sollten wir jetzt auch schneller durchkommen mit. Aus dem Grund allein schon, weil der natürlich hier viel zügiger zugange ist. Und dann haben wir das Großfeld oben noch. Uiui, und da erwartet uns einiges noch. 26, 27, das wird der Hauptbatzen werden. Und ihr seht ja schon, ja, 30.000 Liter haben wir jetzt schon wieder drin. Ja, jedenfalls gleich so, bald ungefähr so, nämlich ganz genau plus minus circa jetzt, ne? Also 30.000 Liter hier unten, das ist schon mal richtig gut. Wir fahren mal ein Stückchen vor, lassen den einfach da stehen. Wir müssen uns nämlich oben um den Mähdrescher auch wieder kümmern. Der ist ja bei 55%. Das heißt, wir werden uns auch hier dem Knaben gleich mal wieder anschließen. So, das heißt, wir gehen jetzt auch schon auf 40.000 Liter zu. Das sind also 44.000, knapp 45.000 Euro, die wir schon sicher haben. Ja, plus das, was wir jetzt hier haben, sind wir bei 60.000. Plus den M66, den wir verkaufen können, sind wir dann so bei 80.000, 70.000 rum. Dann haben wir ja noch, wie gesagt, die EDX. Die will ich vielleicht notfalls auch noch mitverkaufen als kleinen Bonus. Dann hätten wir die nämlich auch noch mit drin. Oh, und dann sind wir schon bei guten 100.000. Das heißt, es fehlt gar nicht mehr allzu viel. Sollte also eigentlich bald machbar sein. So, wir gucken mal gerade, wie es hier auf dem Feld aussieht. Eigentlich ganz gut. Ja, ich warte aber lieber doch noch einen Moment, sonst hängt da die Sämaschine doch zu dicht hinten dran. So, und hier haben wir ja auch noch einen Traktor frei. Da bin ich gerade überlegen. Ja, das werden wir auch machen. Oder machen wir es nicht? Nee, machen wir nicht. Wir warten. Ich wollte erst schon mal düngen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir hier die Felder durchkriegen. Die Kondor ist ja eh schneller als die Sämaschine, als die Erntemaschine hier, als der Deutz. Von daher ist das gar kein Problem. So. Gucken wir gerade mal. Ja, die Kondor, das Feld da drüben schon fast wieder fertig. Das ist optimal. Und unser Deutz, der kämpft sich hier schon durchs nächste Feld. Das sieht auch schon mal richtig gut aus. Puh, ja, also die Spannung steigt so langsam, ne? Die Ernte schreitet mit Vollgas voran. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das ausreicht. Wir gucken nochmal schnell. 29 Stunden haben wir noch. Mit der Einsaat könnte das ganz, ganz knapp noch hinhauen.
Deswegen will ich natürlich auch die Zeit jetzt nicht unnötig vorlaufen lassen. Ich hoffe ja, dass wir das hinkriegen. So, bei der Kondo bin ich gleich mal gespannt. Hier unten steht ein Baum auf der Ecke, ob er das hinkriegt oder ob er an dem Baum wieder hängen bleibt. So, auf dem Weg nach unten, das klappt ja soweit. Oh, der M66 ist schon wieder in vollen Zügen. Da müssen wir auch gleich mal die Äuglein offen halten. Denn 59% heißt, er ist bald durch. Das geht ja bei dem kleinen Tank relativ schnell. So, da ist er schon. Wenn er dann hochfährt, werden wir während der Fahrt gleich wieder abtanken. Das heißt, besser ist es, wir fahren vielleicht sogar hinten dran schon. Denn die Feldstrecke ist ja nicht die allergrößte. So, und so sind wir eigentlich gleich in Position. Der kann schon mal sein Röhrchen auspacken, ne? So, mal schnell hier aus dem Weg raus. So, jetzt passt das. Puh, yeah baby. So, und wir sind schon auf über 40.000 Liter. Oh, hier, hier gehen wir jetzt eigentlich schon mit der Ernte von unten gerechnet auf knapp 50.000. Also da kommt richtig was bei rum. Es bleibt spannend. So, M66 ist leer, das ist perfekt. Dann kann der nämlich hier weiterarbeiten. Wenn wir hier ein bisschen Luft machen. Sieht von der Feldgröße eigentlich auch schon gut aus. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Wir können hier auch schon mal die entsprechende Cayena starten. So, Gerste ist eingestellt. Sollten den vielleicht nur noch ein bisschen anständig platzieren. Sagen dem Helfer, bitte loslegen. Und damit ist das auch schon mal erledigt. Wir gucken derzeit nach dem Deutz, der ist ja auch schon bei 61%. Das heißt, wir warten, bis der jetzt hier gedreht hat. Und dann kann es da gleich losgehen. So, wie sieht's aus mit unserer Seemaschine? Ah, die fährt jetzt da hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, da will ich mal gucken, wie die das jetzt deichselt. Kriegt die das hin oder bleibt die jetzt hängen? Ja, das kriegt die gerade so hin, hoffe ich. Ne, die bleibt natürlich jetzt hängen. Ja, also da bleibt sie hängen. Ist ein bisschen blöd. Gut, Helfer raus. Das helfen wir doch selber noch ein bisschen. Da unterstützen wir noch eine Runde. Ist ja kein Problem. So, einmal kurz hier den starken Schwenk gemacht. Dann sollte das doch passen. So, und jetzt kann der Helfer wieder... Halt! Der Helfer wollte gerade schon in die falsche Richtung loslegen, weil wir den Winkel nicht gut eingestellt haben. So, jetzt passt das aber. Helfer go. Und damit ist auch dieses Feld nun im Wachstum. So, wir gucken aber hier erstmal nach unserem Deutz. Das haben wir jetzt vor lauter ein bisschen schleifen lassen. Der ist nämlich gleich erntereif. Der Deutz ist erntereif. Jawohl, super. Ja, Triller. Nein, der ist gleich voll. Deswegen sollten wir ihn nochmal abtanken. Dann kriegen wir das in der Folge sogar noch hin, dass der oben loslegt. Ja, ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? So, und dann haben wir auch hier den halben Kipper schon voll. Das spricht also auch, dass wir fürs Abfahren eher so die 6 Uhr Stunde rumnehmen. Ist, glaube ich, dann die bessere Variante. So, hier müssen wir aber jetzt mal ganz schnell aus dem Weg. Das heißt, wir fahren jetzt mal vor, dass der hier den Rest sozusagen machen kann. Die Seemaschine hier unten, die Condor, ist fertig. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir die auch gleich hier unten ansetzen. Aber die will ich eigentlich dann hier unten auf der Ecke ansetzen, weil das hat nämlich dann den Vorteil, dann bleibt die wahrscheinlich mal nicht so am Baum hängen. So, der hier oben ist auch schon soweit. Ah, die Cayena dümpelt da unten vor sich hin. Das passt auch vom Timing her. So, wunderbar. Und den tanken wir jetzt nochmal ab. Dann kriegt er das Feld hier auf alle Fälle noch fertig und kann schon beim Feld 9 anfangen. Und wir haben hier schon über 11.000 Liter parat. So. Gehen jetzt auf 12.500 Liter. Ja, ist das nicht schön. So, dann heißt es, wir bewegen uns so ganz langsam in Richtung 60.000 Liter. Wären 60.000 Euro plus der Mähdrescher plus den Rest plus die EDX. Naja gut, das könnte so... wird eine enge Story. Gut, 12.500 Literchen warten hier jetzt auf den Verkauf. Aber das können wir natürlich noch nicht machen, sonst versauen wir uns den Preis. So, wir kümmern uns aber jetzt erstmal hier drum. Den schalten wir aus und bringen den mal hier ganz schnell nach oben. Dann kann nämlich hier unten die Condor, wie gesagt, gleich loslegen. Hier oben kann es weitergehen mit der Ernte. 3000 Liter sind schon wieder drin. Und der TTV hat 61%, das heißt, der ist so bei 33.000 Liter. Mit dem hier sind 36, mit dem von oben. Ja, das ist doch mal richtig schick.
Eieiei, ich kann es kaum abwarten. Also die Ernte würde unser ganzes Leben verändern. Wir könnten das Upgrade für den Case doch einiges schneller machen, weil wie gesagt, die Grundpreis, da sparen wir ja von vornherein schon mal knappe 50.000 Euro. Das macht natürlich wirklich viel aus. So, schön wär's, wenn du noch einen Ticken schneller fahren könntest. Aber das ist leider nicht drin. Von daher werden wir dann doch gemütlich hier unten gleich mit der Ernte beginnen. Aber am Feldanfang sollte man schon loslegen, sonst wird das ein bisschen blöd mit Drehen und Wenden. Wenn man da irgendwo mittendrin dann loslegt, ist das auch doof. So, das müsste passen. Gleich mal hier den Vollschwenk machen, Helfer rein und gut ist. Dann läuft der schon mal. So, wir gucken, wie sieht's hier aus. Der ist fertig, das ist ja traumhaft. Weil dann können wir den Knaben nämlich gleich rüberfahren zum Feld 9. Können das gleich auch abernten. Und wie gesagt, die Sämaschine ist hier ja schon wieder zu Gange, das ist gut. Da haben wir also auch auf alle Fälle schon mal alles optimal vorbereitet. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja doch, dass wir hier in den Bereich einer zweiten Ernte reinkommen. So, das sieht gut aus, dann kann auch hier gleich der Helfer mal starten. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir hoch zu unserem großen Deutz kommen, damit wir den abtanken können. Der ist schon wieder bei 50%, das heißt, hat auch schon wieder 4.500 Liter drin. Mann, 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 da kommt einiges zusammen. Und dann hoffe ich auf einen guten Verkaufspreis. Ich hoffe natürlich, dass um 6 Uhr der ganze Käse nicht auf einmal im Preis in den Keller geht. Oder wollen wir es jetzt direkt verkaufen? Wir müssen gleich nochmal schauen, wie das von der Tendenz des Preises her war. So, den tanken wir allerdings jetzt mal schnell während der Fahrt hier ab. Das ist ja soweit kein Problem. Das klappt ja richtig gut. Da kann das nämlich gleich weiter ernten. Wir füllen den Kipper, leeren den Drescher und haben da ein bisschen mehr Luft. Das sieht ganz gut aus. Also, das wird doch richtig eng. Ich sag's zwar schon zum tausendsten Mal, es wird eng, aber ich rechne immer so zwischendurch, wie bei den Wahlen, immer so mal eine Hochrechnung, ne? Wo wir ungefähr denn jetzt stehen, wie weit wir sind, was wir noch brauchen. Also ich gehe jetzt hier mal von 44.000 aus. Hier haben wir auch schon 12 drin. Das sind 56. Plus das, was im Mähdrescher da oben noch ist, sind wir bei ungefähr 58.000. Ja, das heißt, so um die 60, 62.000, 63.000 Euro haben wir schon. So, und hier bringt das natürlich mit dem Zwischendurchabtanken auf dem ganz kurzen Feld leider gar nichts. Können wir höchstens gucken, dass wir uns hier in Position bringen. Aber der ist wahrscheinlich bis dahin auch noch nicht bei 80%. Doch, jetzt fährt das Rohr aus. Das könnte gerade so passen. Könnte der nämlich ihm vorbeifahren ein bisschen. Ja, hätte er gekonnt, wenn ich richtig drunter gefahren wäre. Licht anmachen hätte helfen können. Gut. Aber egal. Dann fahren wir jetzt so rum ran, versuchen es über die Schiene hier. So, lassen den Jungen noch drehen. Dann können wir den beim Hochfahren abtanken. Also Feld 9 ist auch gar kein Problem. Kriegen wir auch schnell hin. So, der macht jetzt wieder seinen extravaganten Superschlenker da. Oh, und jetzt stehe ich auch wieder im Weg. Ist ja auch toll. Mal ein Stück rausfahren. So, gucken, das sollte aber jetzt passen. Ach, ich bin so richtig hibbelig jetzt. Wenn das mit dem Case klappt, Mensch, das wäre doch ein Traum. So. Gut, und jetzt ganz schnell da drunter fahren, bevor der auf die Idee kommt zu drehen. Dann hauen wir hier nämlich gleich die nächsten Literchen rein. Ja, bei dem kleinen Feld ist das schwierig, neben dran zu fahren. Bis man da so sich eingependelt hat, ist das Feld schon fast wieder vorbei. So, das passt aber jetzt. 14.000 Liter hier schon drin. Das ist wunderbar. Die Sämaschine da unten gibt auch schon Gas. Apropos, wir sollten auch die Condor umplatzieren. Da wollten wir ja gleich weitermachen. Und ich will jetzt mal... Upsi, irgendwo bin ich da gerade ein minimales Eckchen hängen geblieben. Ja, und ich will jetzt mal hier die Ecke probieren zum Starten. Ob das vielleicht nicht von hier mit der Condor besser geht. Mal gucken, ob das vielleicht etwas angenehmer ist. Starten mal den Helfer. Der pendelt sich ein. Das passt, die Breite passt auch. Gut, damit ist alles in trockenen Tüchern. Die Einsaat läuft auch. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Felderkarte. Das sieht schon weit ganz gut aus. Das ist eingesät. Hier sind wir dran. Nur noch das bisschen ernten. Dann haben wir es soweit schon geschafft. Und apropos schon geschafft. Wir sollten uns auch mal wieder
um unseren Mähdrescher kümmern hier oben. Denn der ist auch gleich soweit. Und ich sehe, es ist noch was soweit. Es ist angerichtet. Ja, wir sind leider schon wieder durch für die Folge. Die Zeit rennt aber auch wie verrückt. Das ist unglaublich. Gut, der Deutz ist bei 50%. Der hat noch ein bisschen Luft. Den brauchen wir also in dieser Folge noch nicht abtanken. Das heißt aber, wir müssen den leider ja auch jetzt langsam beenden. Den hier müssen wir auch mal rausnehmen. Dann nehmen wir schon mal den Helfer raus. Fahren hier einfach mal selbst in die Kurve rein. So, der ist bei 29%. Da können wir den genüsslich wieder starten beim nächsten Mal. So, ja, das dauert mit dem Kleinen doch ein bisschen länger mit dem Drehen. Aber ihr seht, auch dieses Feld ist fast fertig. Das ist natürlich perfekt. So, ich gehe jetzt aber mit Tab mal weiter, damit wir alle Stationen durchhaben. Denn das passt so. Hier müssen wir auch den Helfer rausnehmen. Der ist nämlich jetzt auch soweit durch. Auch mal hier ein Stückchen zurückfahren. So, dann haben wir ja noch hier eine Sämaschine. Die nehmen wir auch den Helfer raus. Ihr seht, wir haben richtig viel, was an Arbeit ist. So, und der ist schon fast durch, hätte ich gesagt. Ja, der hat schon gut das halbe Feld. Dann warten wir, bis auch der hier fertig ist. Okay, den lassen wir noch nach links schwenken. Der kriegt das doch ein bisschen schneller hin als ich. Ja, sieht zwar ein bisschen wackelig aus, aber haut hin. So, Helfer raus. Auch hier erledigt. Ne? Wunderbar. So, und das war's. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge bleibt's spannend. Es geht weiter. Wir sehen wieder ein, wir ernten und gucken, ob wir vielleicht sogar mit der zweiten Einsaat auch noch ein bisschen Geld kriegen können. Denn es sind noch mehr als 24 Stunden. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die Wachstumsstufe läuft ja in der Zeit auch ein bisschen durch, während wir hier arbeiten. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich sag jedenfalls danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.